ist ein großer und gewaltiger Schritt, den wir gerade vollziehen. Es ist quasi ein Generationswechsel im Rahmen der Atemschutztechnik. Man muss dazu sagen, wir lösen insgesamt jetzt 2800 Atemschutzgeräte ab, natürlich auch Masken und diverses Zubehör. Also es ist ein Generationswechsel und es wird uns, sagen wir mal, auf der einen Seite groß voranbringen, aber auch noch gehörig fordern. Wichtig ist aber, dass die Entscheidung natürlich durch ein reguläres Auswahlverfahren getroffen wurde. Wir aber dazu unsere Kollegen und auch die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, aber auch die Feuerwehrakademie sehr intensiv eingebunden haben, um wirklich das bestmögliche Produkt für unsere Einsatzkräfte letztlich danach zu beschaffen. Nun ja, die bisherigen Geräte sind jetzt so an die 20 Jahre alt. Da ist es einfach zwingend notwendig, allein aus Sicht der Gerätetechnik, aber auch, sagen wir mal, im Hinblick auf Neuerungen, insbesondere natürlich aber immer Fragen der Sicherheit zu beleuchten, Fragen des Handlings, Fragen der Praxistauglichkeit. Und da war es jetzt einfach an der Zeit, an die Ablösung zu denken. Das haben wir jetzt getan und haben nun, glaube ich, einen ganz wichtigen Baustein gelegt, um wieder zukunftssicher zu sein und sicherlich auch zukünftig mit dem jetzigen Lieferanten die Technologie auch Schritt für Schritt voranzubringen. Nun, da gibt es ganz verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist sicherlich auch das Handling im Einsatz. Das wurde ja wirklich auch auf Herz und Nieren auch geprüft. Dann mag es auch die Maske sein, die einerseits durch den Tragekomfort natürlich heraussticht, aber vielleicht auch gerade durch das Geräusch, das Atemgeräusch, das also wirklich minimal ist letztlich. Und all diese Aspekte zusammen haben dazu geführt, dass dieses Gerät in der gesamten Kombination von den Einsatzkräften aus BF und FF letztlich jetzt zum Favoriten erkoren worden ist und letztlich jetzt auch beschafft wurde. Und man muss dazu sagen, es ist natürlich eine Millioneninvestition, die jetzt wieder in die Sicherheit unserer Einsatzkräfte gesteckt wird.